So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Herzlich willkommen auch den Gästen aus Würzburg. Ja, heute dem Co-Trainer Michael Himisch, der hier ist mit Pavel Dortchev. Michael, dann darf ich Sie um Ihren Kommentar zu den 90 Minuten bitten. Ja, also erstmal, Pavel, Glückwunsch dir und deiner Mannschaft zum Sieg. Grundsätzlich sind wir natürlich enttäuscht, dass wir das nicht fortsetzen konnten, was wir letzte Woche auf den Platz gebracht haben. Das war eigentlich unser Ziel, auch in der ersten Halbzeit höher zu attackieren, aggressiver zu sein. Leider sind wir gerade auf den Außenpositionen immer wieder mit unseren Gegnern gesunken, weil wir nicht früh genug in die Schiebewegung kamen, nicht scharf genug angelaufen sind und dadurch so ein bisschen in Passivität geraten sind, was immer wieder dazu geführt hat, dass gefährliche Eingaben von Duisburg in den Strafraum kamen, ohne dabei die Riesengefahr auszustrahlen. Letzten Endes nach 5 Minuten liegst du 1-0 zurück und konntest nicht wirklich den Schalter umlegen in der ersten Halbzeit und folgerichtig dann auch beim 2-0 dort so ein Abstauber, der dann wieder zum Ausbau der Führung kurz vor der Halbzeit geführt hat, war dann extrem ärgerlich. Wir haben in der Halbzeit dann noch ein paar Veränderungen vorgenommen, wollten mutiger spielen, tiefer in der gegnerischen Hälfte. Das hat dann auch verhältnismäßig gut funktioniert. Wir hatten unsere Ballgewinne, alle Jungs haben nochmal eine Schippe draufgepackt. Letzten Endes hat es auch nicht die ganz große Torgefahr gebracht. Ich denke aber, wenn wir in der Mitte der zweiten Halbzeit dann diese Torchance verwerten können, hätte das vielleicht nochmal so einen kleinen Push gegeben und so eine Bestätigung in dieser Spielweise. Ist uns nicht gelungen. Grundsätzlich wollen wir uns auch nicht selber belügen. Dafür, um ein Spiel zu gewinnen, war es natürlich viel zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. Und das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir dann als gesamtes Team irgendwie versuchen müssen, den Ball über die Linie zu drücken. Ist uns heute wieder nicht gelungen. Ja. Und das ist natürlich keine schöne Ausgangsposition, die wir für den Rest der Liga dann für die restlichen Spiele haben. Aber wir arbeiten jede Woche daran, diese Voraussetzungen zu verändern. Und das wird auch nächste Woche wieder so sein. Vielen Dank, Michael. Pavel, bitte. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also das war tatsächlich so, dass ich denke, dass die beiden Mannschaften nicht ihre beste Leistung abgerufen. Ich denke schon, dass wir offensiv viel, viel mehr Potenzial haben und dass wir nicht unsere gute Ballgewinn gut umgesetzt, davon schlechter umgeschaltet oder schlechter Pass gespielt. Und das natürlich für mich ist ja völlig normal und erklärbar, weil die Mannschaft hat nicht dieses Selbstvertrauen momentan, was wenn man dreimal in Folge verliert und spielt zu Hause, ist natürlich der Respekt viel zu groß, um Fehler zu machen und Angst. Und das war bei den Jungs zu merken. Was ich aber an dieser Stelle sagen muss, wo ich die Mannschaft ein Riesenkompliment machen muss, ist, wie wir verteidigt haben. Das war absolut geschlossene Mannschaftsleistung gegen Ball. Wir haben erste Halbzeit Probleme gehabt auf der linken Seite, unserer rechten Seite, da wo der Pepic oft die Seite überladen hat. Und der linke Verteidiger Bräuniger stand relativ hoch und Heinrich fast als zweiter Stürmer. Da haben wir tatsächlich oft Probleme mit dem Anlaufen und in der Halbzeit haben wir korrigiert. Dann haben wir es mitbekommen, dass sie auch mit zwei Stürmern spielen werden. Das ist auch verständlich natürlich, der Gegner hat nichts mehr zu verlieren und das ist auch 2-0 ist oft sehr, sehr gefährliches Ergebnis, weil wenn du ein Gegentor bekommst, der Gegner fängt an, wieder an sich zu glauben und bei uns wäre natürlich umgekehrt, wieder Angst haben, um Spiel zu gewinnen und das ist ja zum Glück nicht passiert. Die Mannschaft hat toll verteidigt und wenn ich die 90 Minuten betrachte, sind tatsächlich wenig Torchancen entstanden, fast kaum. Also, und wir haben immer wieder gute Kontersituationen gehabt, auch die Ecke von Bakalotz, wenn er 3-0 macht, hätte man dann richtig zugehabt. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserem Defensivverhalten und wie gesagt, wie die Mannschaft als Verbund, als Mannschaft gegen Ball gearbeitet hat. Und deswegen glaube ich, der Sieg geht so in Ordnung. Wir haben in bestimmten Situationen, in bestimmten Momenten haben wir das Glück gehabt, vor allen Dingen auch das zweite Tor
kurz vor der Seite wechseln, war auch psychologisch gesehen für uns ein Riesenvorteil, so wie das erste Tor. Weil stellen Sie sich vor, wenn wir in Rückstand geraten wären, dann und das Spiel so plätscherte hin und her, dann wäre auch von außen wahrscheinlich auch ein bisschen Unruhe kommen und das würde sich an die Mannschaft übertragen. Also wenn ich dieses gesamte Paket sehe, tolles defensive Arbeit und haben wir auch das Glück heute auf unserer Seite gehabt oder, sage ich mal so, das Glück gezwungen. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Wir haben heute wieder die erste Präsenzmedienrunde. Die Kolleginnen und Kollegen sind hier unten mit im Raum. Wenn die gleich bei Ihren Fragen ein bisschen dumpf klingen, liegt das nur daran, dass die eine Maske anhaben. Ja, gibt es Fragen eurerseits? Wir beginnen mit Joachim Droll von der Bild, wo wir uns ganz herzlich freuen, Joachim, dass du heute nach so vielen Monaten Krankheit wieder mit dabei bist. Dankeschön dafür. Ja, Frage natürlich an Pavel Dotschev. Sie haben es ja schon angesprochen mit dem Selbstvertrauen. Wie groß war denn dieser Druck nach den drei Niederlagen und auch nach der Unruhe jetzt schon im Umfeld auf der Mannschaft, nicht nur auf ihn, sondern auf der Mannschaft? Und was haben Sie versucht, um diesen Druck von der Mannschaft ein bisschen zu nehmen? Ganz normal, Normalität. Also nur auf das Wesentliche konzentrieren. Ich habe nicht einmal das Thema angesprochen gehabt mit der Mannschaft, was eigentlich außen kommt oder weiß was ich was. Wir haben nur auf unser nächstes Spiel konzentriert, auf Würzburg. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe versucht, die Mannschaft ein bisschen Frische zu geben. Die waren zum Schluss ziemlich ausgepowert. Die sind so kaputt in der Kabine, dass die sogar gar keine Kraft haben, den Boxer anzuschalten. Das ist jetzt nicht übertrieben. Die sind einfach fertig, die Jungs. Und deswegen habe ich auch heute die Mannschaft 2 Tage freigegeben. Das haben sie es verdient. Wir haben schon sehr, sehr harte Zeit hinter uns. Und ich muss auch sagen, dass heute auch unser Gegner war auf jeden Fall sehr, sehr stark und das im Griff zu kriegen, weil Michael sagte gerade, mein Kollege sagte gerade, die haben nicht geschafft, das umzusetzen, was sie wollten. Das liegt nicht nur an die Spieler von Würzburg, das liegt auch an meinem Spieler. Deswegen sage ich, bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Und ich habe versucht, jetzt das Thema, dass diese Unruhe von außen, was eventuell noch kommen könnte, einfach auszublenden und nur auf das konzentrieren, auf was ich beeinflussen kann und die anderen Sachen kommen so, wie sie kommen sollen. Dann nochmal eine Nachfrage mit Augenzwinkern. Oliver Steurer als auch Marlon Frey haben ihr erstes Profitor erzielt. Müssen jetzt wie erste Profi? Haben Sie noch nie Tor? Nein, haben Sie noch. Müssen die da jetzt was ausgeben? Ja, aber da musst du aber deinen Jungs wirklich mal kritisieren. Ja, die machen alle ihre ersten Tore ausgerechnet immer gegen uns. Ja, das erste Tor von Oliver, das ist gut, das freut mich. Zweite Tor, ein bisschen auch glücklich, weil Stoppe wollte aufs Tor schießen. Der Ball landete bei Marlon irgendwie so. Also, ein blindes Huhn findet man auch Korn. Also, heute waren unsere, deswegen habe ich gesagt, vielleicht haben wir heute das Glück gehabt, aber nicht nur das Glück, man muss jetzt seriös bleiben. Wie gesagt, die Mannschaft, wie sie verteidigt hat, einfach Kompliment und tolle Leistung. Ja. Ivica Grilic hat gesagt, sie wollen jetzt eine Serie starten. Herr Steurer nannte sein Tor einen Dosenöffner. War der Sieg heute so ein Dosenöffner oder kann der so ein Dosenöffner für eine solche Serie sein? Das ist jetzt leicht nach so einem gewonnenen Spiel jetzt zu sagen, jetzt Serie starten. Das würde ich jetzt nicht so direkt sagen kann. Also ich kann das nicht so. Jetzt starten wir Serie und danach gewinnen wir nicht in München gegen Türkgücü und dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem, stehen wir wieder da. Also das wäre schön, das ist ja unser Wunsch natürlich, aber wir wissen, wie die Liga ausgeglichen ist und die Mannschaft von Türkgücü ist auch sehr ambitioniert, sehr gute Mannschaft, man darf auch nicht vergessen. Und wir haben jetzt Zeit, ein bisschen an unseren Defiziten zu arbeiten. Ich denke schon, dass wir vom Spiel zu Spiel jetzt besser werden, aber wir sind keine Übermannschaft. Wir müssen jetzt wirklich Punkt für Punkt holen in unserer Situation. Jeder Punkt ist wertvoll und wenn ich jetzt in Türkgücü Punkt hole,
würde ich nicht unglücklich damit sein. Im Gegenteil, werde ich zufrieden sein. Sie sagen, Sie wollen an der Defensive arbeiten, haben aber im ersten Teil Ihres Statements vor allen Dingen die Offensive, also die Arbeit nach vorne, in den Blick genommen und kritisch betrachtet. Also muss da nicht eigentlich jetzt der Hebel angesetzt werden? Nein, nein, wir müssen defensiv nach wie vor unseren Schwerpunkt haben. Das ist unser Manko. Das wissen wir auch zu viel Gegentor, auch dieses Jahr. Und unsere Offensive kommt, wie gesagt, mit dem Selbstvertrauen. Weil die Spieler haben es einfach drauf. Wir haben schon offensiv starke Leute, nur wie gesagt, heute haben sie ein bisschen Angst gehabt, Fehler zu machen. Doppel vom Reviersport, bitte. Ja, Herr Dortchef, Julian Hetwa kam auch noch die letzten Minuten rein. Erster Einsatz die Saison, hatte glaube ich auch ein bisschen Verletzungsprobleme in der Vorbereitung. Wie weit ist er und können er jetzt auch in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr Spielzeit auch bekommen? Er hat tatsächlich sehr lange Pause gemacht. Er hat Syndesmosis, ist ja monatelang ausgefallen. Er hat jetzt die Vorbereitung bei uns angefangen, bei der ersten Mannschaft. Und man hat schon gesehen, dass die Defizite einfach sehr, sehr groß waren. Und deswegen habe ich mit Uwe Schubert, unser NLZ-Leiter, habe ich diskutiert. Und wir haben uns entschieden, dass für sein Aufbau ist besser, wenn er bei der A-Jugend trainiert und spielt, weil wir die englische Wochen hatten. Der hat keinen normalen Trainingsrhythmus bei uns gehabt. Da hat er sich sehr gut gemacht, hat auch schon ein paar Tore gemacht in der Vorbereitung. Und das war auch für mich jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, er ist jetzt schon so weit, dass er auch ein Spieler sein kann, der von der Bank uns weiterhilft. Und das in der Zukunft wird sich zeigen, weil jetzt kommt auch hoffentlich auch Boadus nächste Woche und. Also das Positive ist auch, dass wir keinen verletzten Spieler momentan haben. Jochen Knarzer, bitte. Herr Dortchef, wie wichtig war heute Marvin Bakkerlords und wie wichtig wird ein Marvin Bakkerlords noch sein für den MSV? Wir haben ihn bis jetzt immer vermisst, oder ich habe ihn immer vermisst, weil Niklas Stelin hat mit Marlon sehr gut ihre Aufgaben vorher erledigt und muss auch Niklas an dieser Stelle auch loben. Aber der Bakkerlords ist ein Stratege. Also der muss nicht unbedingt auffallen mit Zauberei und drei Leute ausspielen und weiß was ich was. Er ist einfach für die Mannschaft deswegen wichtig, weil er sieht, er antizipiert gut, er bügelt auch Fehler aus und er dirigiert auf dem Platz. Das, was mir letzte Zeit gefehlt hat. Ich hatte meine Frage an Herrn Hiemisch. Die Kickers haben ja den Menis Pepic geholt, der in der vergangenen Saison auch noch hier war und jetzt nicht so eine glückliche Saison hatte, auch bei den vorigen Stationen bei Hansa war es auch nicht so. Was waren die Gründe, dass ihr ihn geholt habt? Er ist eigentlich so ein Spielertyp, der kreativ ist und für uns auch heute den Gegner, Pavel hat es ja vorhin auch schon erwähnt, vor Situationen stellt, weil er einfach ein Gespür für einen Raum hat, für Spielsituationen zu antizipieren und parallel dazu auch noch seine Mitspieler dann in andere Positionen schiebt, was immer mal für den Moment, für Überraschungsmomente sorgt. Und das hat uns gerade in der Zentrale gefehlt. Und er ist natürlich auch ein ballsicherer Spieler, der auch weiß, den Ball dann abzuschirmen, entscheidenden Moment, so dass wir auf unsere Positionen nachrücken können. Und dieses Element hat er dazu gebracht. Ja, und von daher ist es für uns wichtig, immer wieder auch zu erkennen, an welchen Ecken und Enden es noch fehlt. Die Mannschaft ist noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten. Es ist halt nur so, dass wir einen relativ hohen Anteil von jungen Spielern in der Mannschaft haben, mit denen wir halt arbeiten und versuchen, genau diese Elemente in die richtige Richtung zu lenken. Und er ist dann ein Kernspieler, der das natürlich dann auch weitervermitteln kann. Ja, ich sage immer gerne internes Coaching der Mannschaft, ohne dass wir Trainer da immer reden, sondern auf dem Platz dann entsprechende Situationen in der Gruppe zu Ende zu führen. Frank Kranewitter, bitte für den Einpass. Ja, Hiemisch, machen wir gleich weiter mit Ihnen. Sie haben sich entschieden, Tobias Graulich auf die 6 zu stellen als Ersatz für den gesperrten Hofmann, haben dann in der Halbzeitpause das wieder korrigiert. Was sprach erstens für ihn und warum dann die Änderung wieder zur Pause? Na, erstmal spricht für einen Graulich, dass er ein guter Fußballer ist und er in der Lage ist, genau diese unsere Spielidee mit Spielverlagerung dort über die 6er-Position anzukurbeln, auch sehr gut umsetzen kann.
Im Grunde ist es so, dass natürlich wir schon mit einem schweren Herzen dort hinten unsere Kette auseinandergenommen haben, die in den vergangenen Spielen richtig gut funktioniert hat. Es kommt aber dazu, dass wir, ich glaube, jetzt aktuell 4 Spieler auf dieser Position verletzt bzw. halt gesperrt hatten und einen Tod sterben mussten, in Anführungszeichen, und uns dann für diese Lösung entschieden haben und dann aber gesagt haben, aufgrund dieser Umstellung und dass wir sagen, okay, jetzt hopp oder top, wir wollen eh noch 2 Tore erzielen, dann zu sagen, wir gehen dort ein höheres Risiko, nehmen einen Defensivspieler raus, erhöhen die Schlagzahl nach vorne mit einem Stürmer. Im Grunde haben wir einen Innenverteidiger ausgewechselt gegen einen Stürmer. Und ein Stück weit ging der Plan auf. Wir kamen aggressiver in die andere Hälfte. Es war jetzt nicht die Vielzahl an Torchancen, aber die Richtung hat erstmal gepasst. Ich sehe keine Fragen mehr in der Runde. Dann vielen Dank, Michael. Guten Heimweg, viel Erfolg euch, zumindest bis zum Rückspiel. Und uns natürlich ein bisschen länger, Pavel. Danke, gutes Wochenende.